Hallo Leute und willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video wollte ich euch mein neues Projekt vorstellen, und zwar ein Dicky Fendt 926 Favorit, den ich jetzt auf dem RC umbaue. So, das Chassis ist aus Metall, wie man sehen kann. Die Karosserie habe ich ja gebraucht bei Kleinanzeigen gekauft und ja, auseinandergenommen, also das Unterteil abgemacht, und das Unterteil kommt jetzt hier aus Metall, wie man sehen kann. Ich kann auch gleich die Kabine abmachen, kann man ja von innen noch reingucken. Die Felgen, wie man sieht, sind noch die originalen. Da wird erst die ersten Probefahrten da mitmachen, und wenn soweit alles funktioniert, dann kommen dann die richtigen Räder aus Metall oder mal gucken, vielleicht auch von RC Precision oder RC Favorit, mal schauen. So sieht er jetzt mal aus, ja, hier auch von hinten. Finde, der hat auch ein bisschen Gewicht schon. Ich habe den gewogen in jetzigen Zustand. Wiegt er etwas über 3 Kilo, 3,1 Kilo. Wenn dann noch die Stahlfelgen kommen und sowas, dann wird das ja noch besser. Hier mit der Zeit kommt ja noch Frontkraftheber und Heckkraftheber. Und da habe ich schon ein paar Ersatzteile da, muss nur gebaut werden und angeschlossen werden. So, dann mache ich die Karosserie mal ab. So, das kommt hier noch so rein. Denke mal, das ist ein Fachteil für den Akku. Kann ich abmachen. Verbaut ist schon erstmal ein 20 Kilo Servo, erstmal nur zum Testen. Wenn es nicht passt, kommt dann stärkerer rein. Die Achsen, kann man da sehen, sind von Lesu, hier Metallachsen oder Aluminium von Lesu. Getriebe ist von RC Precision mit einem Brushless Motor, und der Regler ist unterwegs, sollte die Tage ankommen. So, dann habe ich mir selber solche, wie man sieht, Pendelachslager gezeichnet, und ein Kollege hat die aus Aluminium nachgemacht. Kann das nochmal umdrehen. So sieht das dann von der Seite aus. Hier sind die Achsen mit dem Pendellager. Der ist ähnlich den RC Favorit. Ich glaube, das Chassis ist, glaube ich, sogar nachempfunden den ersten Variante davon. Die Radmitnehmer habe ich erstmal nur aus 3D gemacht, gezeichnet und angepasst an die originalen Räder. Wenn da später ja sowieso Stahlfelgen kommen, dann brauche ich ja erstmal dafür keine machen aus Stahl. Die Achsen haben eine Getriebeübersetzung von 1 zu 3,9, glaube ich, wenn mich das nicht täuscht. Ja, ich hoffe, das funktioniert alles mit der Getriebeübersetzung, weil die Räder ja unterschiedlichen Durchmesser haben. Aber ich denke mal, das wird schon klappen. So. Und das da drauf. Muss ich noch überlegen, wie ich das festmache. Wahrscheinlich mit Magneten. So. Kommt das erstmal drauf. Hier fehlen noch ein paar Spiegel, aber das kommt ja später. Ich habe sogar noch welche schon ausgedruckt. Mal gucken, wie das dann aussehen wird.
Hier habe ich schon mal eine zum Probe ausgedruckt. Ja, kommt das dann hier so dran. So. Ich denke mal, sollte passen. So. So, ein kurzes Video von meinem aktuellen Projekt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben. Dann könnte ich ja vielleicht noch weitere Videos machen. Und ich werde dann weiterbauen. Und ihr viel Spaß beim Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.